Ja, da müssen wir irgendwie mal gucken, so. Die Insel können wir ja dann auch noch bebauen. Ich hätte echt Bock, muss ich auch sagen, so eine Brücke hier dann komplett rüber zu bauen. Aber das wird wahrscheinlich 2 Stunden dauern. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Und ich werde auch mal eben Bäume hier austauschen. Ja, eigentlich sind Palmen ja schon ganz passend, ne? Aber. Ja. Weiß ich nicht, also irgendwas hier muss halt auch noch irgendwas dann hin. Vielleicht auch ein cooler Pool, Freibad, irgendwas in der Richtung. Können natürlich auch ein Kohlekraftwerk da hinsetzen, das würde auch gehen, aber das wollen wir ja nicht. Hab ich denn hier irgendwelche krassen Bäume? So irgendwas, was super künstlich aussieht. Also das sieht sehr künstlich aus. Warte mal eben, ich habe da noch mehr solche bunten Dinge. Irgendwelche asiatischen Bäume. Ja, das geht nicht. Die Riesentanne. Ich meine einfach mal so. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so lassen möchte. Kann ich gerade irgendwie nicht sagen. So schlecht finde ich es jetzt aber nicht eigentlich. Ich lasse es erstmal so, mal gucken. Aber irgendwie, weil das ist ja auch schon ultra übertrieben und deswegen finde ich das fast schon wieder cool, da solche Bäume irgendwie reinzusetzen, solche bunten. Weil ich werde sonst keinen Platz finden, wo es irgendwie auch eine Ansatzweise Sinn macht, solche Bäume reinzusetzen, weil es einfach eigentlich nicht zur Karte passt. Ne? Und hier passt es ja eigentlich auch nicht rein, aber dadurch, dass ich jetzt hier diese übertriebenen Gebäude reingesetzt habe, finde ich das so gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, es geht jetzt hier auf den Bordstein, das muss natürlich auch nicht sein. So gut, nö, wir lassen das jetzt erstmal so. Aber eigentlich könnte man so glatt nachdenken, die Insel jetzt abzutragen. Komplett, also bis hierhin und dass man hier Wasser hat, das wäre natürlich auch eine Idee. Das wäre auch eine Idee, aber das getraue ich mir jetzt gerade irgendwie nicht. So, wir machen mal noch ganz schnell den Steg ordentlich und im Anschluss werde ich dann wahrscheinlich erstmal mit was anderem weitermachen. Bis ich dann wieder irgendwelche Gebäude finde, die hier reinpassen. Ja, aber es ist irgendwie auf jeden Fall schon mal interessant, das Bürgermeisterhaus, das muss ich auch nochmal umändern. So traurig es ist und nochmal, es ist ja mein Zuhause, aber irgendwie ist es jetzt, passt das jetzt überhaupt nicht mehr rein. Und außerdem ist das auch kein schöner Ausblick für mich. Das ist nicht der schönste Ausblick, den man da hat. Oh, wie konnte ich das nur zulassen, dass sowas gebaut wird? Ich weiß es nicht. So, Small Pier wollen wir ganz schnell machen. Wollen wir den hinsetzen? Wo wollen wir den hinsetzen? Wollen wir den? Machen wir mal hier noch eine Kreuzung. Würde ich aber auch gerade machen wollen. Geht sogar. Machen wir erstmal bis hier hin. Ja, das ist dann immer so hier. Das ist blöd. Das können wir dann ein bisschen angleichen. Das kriegen wir dann schon hin. So. Und jetzt, hätte ich gerne die Höhe von der Straße. Nochmal. Nein, das ist wieder nach unten. Sekunde. Also ich habe mich schon gut eingearbeitet in dieses Terraform, aber hundertprozentig, eigentlich ist die Höhe fast ideal. Ne, wir müssen es noch höher machen. Die ist gut. Nehmen wir die hier. Ja, doch, wir nehmen die Höhe. Ich habe gerade, wir mussten gerade überlegen, wie man den Steg baut, aber ich glaube, so ging das irgendwie. Die Straße mache ich nochmal eben weg. Genial, wie sich das Wasser verteilt, oder? Oder? So, und jetzt. Ah, nö, das haut jetzt schon hin, oder? Das haut hin. Ich könnte mal so auch mal einen See machen oder so, ich weiß es nicht. So, und Steg setzen. Da muss man mal ganz schnell eine Straße machen. Aber idealerweise so ein bisschen gerade wieder. Machen wir mal eins runter, so hier. Und jetzt Steg. Halt, habe ich den weggerissen jetzt, weil ich bin so ein Trottel. Die ganze Zeit lasse ich das da und dann, wo ich es bauen will, habe ich es weggerissen. So. Das hauen wir jetzt hin. Hier mache ich nochmal ein bisschen weg. Und jetzt wird das angeglichen. Terraform. Das hier wird erstmal nach unten gemacht wieder. So hier.
Das geht immer ganz schön ins Geld. So. Und jetzt angleichen. Damit das nicht so komisch aussieht. Für die Fischis. Das müsste eigentlich so passen, oder? Ich hoffe, ich habe den Steg jetzt nicht so hoch gebaut, ey. So, das auch noch angleichen. Beziehungsweise die Straße machen wir ja sogar wieder weg hier eben. Das ist nicht euer Ernst. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn heute los? Also ganz ehrlich jetzt. Da wird das wieder nach unten angepasst. Okay, ich setze mal einen kleinen Cut. Ich muss das eben nochmal ausbessern. Offensichtlich. Können einen Tunnel machen und hier hochbauen. Ja, hier lasse ich lieber erstmal. Und jetzt Straße setzen. Nehmen wir auch diesen. Oh, nö, wirst du was? Wir nehmen mal diesen. Wollen wir einen Fußweg nehmen? Ich nehme hier einfach mal einen Fußweg. Das finde ich vielleicht sogar noch besser. Können den nehmen oder den nehmen. Ich nehme mal den hier. Ort ist bereits belegt. So hier. Das würde gehen. Ja, es ist natürlich ein bisschen bedeppert, das jetzt hiermit zu verbinden mit der, machen wir eine Kurve. So. Jetzt machen wir mal Asphalt. Eigentlich könnte man ja an so einem Weg auch so eine Promenade ransetzen, ne? So eine Strandpromenade rein, theoretisch. Würde ja auch gehen. Ich mache es jetzt erstmal so hier, das muss ich mir dann noch überlegen. Aber hier so ein schöner Kreis würde vielleicht ganz gut aussehen, so ums Bürgermeisterhaus rum. Wo ich noch nicht mal weiß, ob ich das lasse. Ich habe da nämlich eigentlich eine coole Alternative. Ich wollte hier mal gerade machen. Böse. Hier hin ungefähr. Jetzt wieder so eine Kurve. Ungefähr so wie links hätte ich es jetzt gerne. Es wird nicht perfekt. Wir können es natürlich auch mit dem Kreisverkehr verbinden. So. Und wir können auch so machen. Machen wir so hier. Ich meine, hier ist auch ein großer Fußweg bei dem Kreisverkehr. Den kann man ja nutzen. So gut, das hätten wir. Und jetzt den Spaß noch ganz schnell nach unten machen. Ich hoffe, dass sich jetzt nicht irgendwie was verändert oder so. Das wäre super angenehm. Ja. Ja, eins weiter unten. Dann machen wir so hier. Nicht übertreiben, Beam. Aber so ist gut, ne? So würde ich es lassen. So, nö, wird das jetzt erstmal so lassen. Das ist noch gar nicht so schlecht jetzt so langsam. Ich habe aber noch eine Idee, weil das Bürgermeisterhaus passt ja nicht mehr so wirklich jetzt hier rein. Ich hätte aber eine gute Alternative dafür. Ich müsste halt nur finden. Und das wird wahrscheinlich nicht so leicht, könnte ich mir vorstellen. Ey, bisschen übertrieben, oder? Würde ich mal meinen. Wie würden die sehen, dass man mal in der Innenstadt aus? Ist das hier auch so übertrieben? Nö, das ist niedriger als der Berliner Fernsehturm. Was ist denn das? Sky Arc Building 1.3. Okay. Oh, das würde ja fast schon reizen, oder? Das Ding hier hinzusetzen. Wollen wir uns das wenigstens mal angucken? Ich mach's mal so hier hin. Sieht denn das aus? Wow! Ich finde aber, dass sich das ziemlich geil macht. Hier in der Innenstadt. Im Zentrum. Ich lasse das. Der Berliner Fernsehturm ist immer noch das höchste Gebäude. Das finde ich in Ordnung. Eigentlich das höchste Gebäude ist der Zeppelin. Aber der bescheißt ja. So, ne, ich lasse das mal. Mir gefällt das Gebäude. Ich finde es cool. Nice. So, aber wir wollen jetzt hier weitermachen. Ich überlege mal, so ein Gebäude hinsetzen hier. In SimCity wäre das das große Highlight der Folge, so, wisst ihr. Und hier einfach mal so nebenbei, bumm. Aber jetzt wird hier weitergemacht. Ich suche immer noch, wie gesagt, dieses eine, und wir müssen ja noch irgendwie Strom dann machen. Dieses eine Gebäude, was ich hier hinsetzen wollte. Es müsste eigentlich hier irgendwo dabei sein. Ich bin jetzt bei der 5. Wir gucken jetzt nochmal durch hier. Und dabei habe ich eigentlich schon... Hier ist es. Ein weißes Haus. Keine Ahnung, was für ein weißes Haus ist, aber ein weißes Haus. Soll ich das dann jetzt abreißen? Eigentlich nicht. Machen wir das Bürgermeisterhaus, machen wir mal.
Also eigentlich würde es hier auch ganz gut hinpassen, oder? Ich setze das erstmal hier hin, überlege mir das dann in Ruhe. Aber hier würde es sich gar nicht so schlecht machen. Ich muss es dann wahrscheinlich nur ein bisschen besser noch platzieren. So. Das weiße Haus. Das müssen wir auch ein bisschen erbüschen. Nehme ich mal die Straße hier. Wir haben nämlich jetzt die ganze Zeit die Allee genommen. Ein bisschen wieder im Vordergrund setzen, finde ich. Ich mache mal die Stromleitung noch weg. Krass, das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht geplant gehabt. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht die Insel so ausbauen. Aber jetzt bin ich da einmal dabei und... Ich würde es ja doch gerade, ist eigentlich gut. So. Ist ein bisschen schade, dass die Kurve, die eine Straße so kurvig ist, aber eigentlich auch nicht. Ich würde es ja trotzdem so parallel zu der hier machen wollen. Könnte auch sagen, man macht so hier. Das würde auch gehen. Ja doch, das ist auch eine Variante. Also hier. Das hätte ich jetzt aber auch gerne so wie Ne, das hätte ich eigentlich gerne wieder auch parallel zu der jetzt hier, zu der Straße. Geht das nicht? Doch, das geht. So hier machen. Das müsste ungefähr passen. So, und jetzt? Bumm. Ich sehe ja hier. Links 4, rechts 4 frei. Also ist perfekt mittig. Das ist er. Ja, keine Ahnung, warum auf diesem weißen Haus eine Ami-Flagge ist. Was hat das mit dem weißen Haus zu tun? Ich weiß es nicht. Aber das Gebäude an sich sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ja, der Weg ist ein bisschen scheiße. Und wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil das nicht gerade ist. Aber das ist ja kein Problem. Das mache ich jetzt noch gerade. Ja, die Straße muss ich aber gerne lassen. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Das ist zu hoch. Ja, zu niedrig. Die Höhe vielleicht. Ich sehe ich auch nicht, muss ich Straßen. Na, da sind die war gut. Die Höhe nehme. Perfekt. Ah nein, die rechts. Okay, die rechts muss ich dann nochmal neu setzen. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir schnell hin. Ich denke, die können wir lassen, oder? Ja, ansonsten mache ich die halt jetzt auch nochmal neu. Was soll's. Also. Nee, ich mache die jetzt beide nochmal neu, ganz schnell. So, so. Terraforming bitte. Dass es auch wirklich hundertprozentig gerade ist. Es sieht halt dann wirklich immer besser aus, wenn es eingeebnet ist. So, die Höhe. Kriegen wir das sogar so weit, dass das hier angepasst ist? Nein, nicht ganz. So. Und jetzt mal ganz schnell die Straße setzen. Also, hier hatte ich es parallel gemacht. Hier ungefähr. Wir machen mal bis hier hin. Ist auch okay. Nee, ich mach mal bis... hier hin. Mal gucken, ob wir das weiße Haus dann noch hier hinkriegen. Ja doch, wahrscheinlich schon. Dann bis hier hin. Will ich das jetzt parallel machen? Ich finde es eigentlich auch okay, wenn das hier so ist. Eins nach links, eins nach links. So. Jo, nö, damit kann ich leben. So gut, und jetzt setzen wir es mal. Ich hoffe, es passt jetzt hier hin. Nee. Na nee, ich muss ja hier, aber Moment, ich muss es doch ganz kurz nochmal hier ein bisschen höher machen. Also hier weiter hinten noch höher machen. Das ist falsch. Moment, sag mal, aber das kriegt man jetzt hin, denke ich. So, so. Nein. Jetzt. So, jetzt muss es aber auf jeden Fall hinpassen. Also, bam. Und dann hoffe ich auch, dass der Fußweg hinhaut. Das wäre spitzenmäßig. Links 5 Felder, rechts 5 Felder. Und der Fußweg. Oh, perfekt hin, beziehungsweise diese Anhöhe, was das sein soll. Eine Treppe ohne Stufen. So, hier müssen wir uns natürlich dann noch Gedanken machen, das ist jetzt noch nicht so schön. Und hier in die Mitte würde ich natürlich auch noch irgendwas Cooles setzen wollen. Ideal wäre eigentlich wieder sowas hier irgendwie das, das haben wir glaube ich schon gebaut. Ja, es existiert bereits, aber irgend sowas wäre eigentlich ganz cool. Oh ja, ich hab was. Nee, ich glaube, das ist mittiger. Ey Leute, das sieht doch cool aus. Das sieht wirklich cool aus.
Kann man jetzt natürlich hinterfragen, wie weit macht das Sinn, dass jetzt hier das Weiße Haus ist und dann hier Hotels stehen, aber scheiß drauf. Ist mir jetzt erstmal egal. So, aber hier bin ich halt auch noch nicht fertig. Also hier müssen dann irgendwie auch noch Bäume hin und so, hier genauso. Könnte man halt auch drüber nachdenken, dann solche Promenaden noch hinzusetzen, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde es jetzt wahrscheinlich erstmal sogar so lassen, weil ich mir jetzt hier noch unsicher bin, wie ich dann jetzt hier weiter verfahren möchte. So, und wir brauchen noch Strom. Ach ja, das mit dem Strom, ey, ich sag's euch. So hätten wir. Das müsste doch aber eigentlich jetzt ganz schön die Touris anlocken, oder? Müsste man zumindest meinen. Und der Steg braucht auch noch Strom. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Und überlegen, wie ich dann hier weitermache. Eigentlich hätte ich ja Bock, diese Bäume hier komplett auch hier hinzumachen. Komm, wir probieren das mal aus. Ist natürlich jetzt blöd, wenn es jetzt Leute, die am Anfang an schon gesagt haben, dass die Bäume scheiße sind. Aber ich kann es jetzt nicht lesen. Ist mir jetzt auch egal, weil ich finde das ganz witzig. So, Bäume. Hier machen wir mal weg. Ich überlege nur, was ich hier rausmache. Das ist halt noch nicht schön. Oder ich gleiche das einfach an, das würde auch gehen. Oder ich ziehe die Höhe. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee, wie das cool aussehen könnte. Machen wir das mal runter. Und hier hoch. Ich hätte gerne die Höhe von dem, was ich davor hatte. Genau die. Und ziehen das jetzt einfach mal. Nee, so weit wollte ich es nicht. Bis hier hin vielleicht. So. Da wo, beim Fußweg muss ich das natürlich wieder angleichen, das ist klar. Ich meine, da kann ja keiner hochlaufen. Das kann man ja von niemandem erwarten. So, angleichen, ich frage, geht das jetzt irgendwie hin? Das ist nicht allzu blöd aus. Okay, nee, Moment, ich habe eine Idee, wie wir es hinkriegen. Moment. Runter, hoch. So, und jetzt einfach die Höhe hier bitte durchziehen. Dann müsste es eigentlich passen. Ja. So. So, und hier bitte auch nochmal. So ist in Ordnung, denke ich. Das hier ist auch noch ein bisschen steil. Ich habe das über Angleichen vielleicht sogar angepasst. Immer noch sehr steil. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich lasse es erstmal so und überlege mir dann später, wie ich das hier ordentlich mache. So gut, und jetzt würde ich hier gerne noch Bäume hinsetzen erstmal. Und zwar wieder diese roten und grünen, diese Mischung. Und dann wäre ich aber, guck mal, die haben ja auch noch. Sind das die roten? Nee, die sind orange. Mach mal bunte Mischung. Oh, das ist so schlecht, Leute, das ist so schlecht. So. Also es ist eine sehr künstliche Insel, wie man sieht. Aber wir haben ja dann noch eine zweite, wo wir dann auch noch ein bisschen was machen können. Aber ich meine, was bringt's, was soll's? Ich meine, so Standardzeug bauen wir ja genug. Also so einfach normale Häuser und so. Dann auch mal ruhig mal ein bisschen was ausgefallen ist. So, ich hätte jetzt gerne die roten Bäume. Ich glaube, die waren ja, genau, die kamen ja links jetzt gleich. Halt, das nicht. Die hier, das sind die roten, die ich gesucht habe. Ja, die muss ich jetzt einzeln setzen, leider. Diese verkackte Stromleitung, ich sag's euch.